Hier ist das Badezimmer. Und hier ist unser Zimmer. Jetzt kann ich auch lauter reden. Das ist mein Bett. Ich bin halt gerade von einem Ausflug wiedergekommen. Deswegen sieht es hier gerade chaotisch aus. Mein Popnanny, meine Handtasche. Dann habe ich mir Wolle gekauft in der Stadt in Eckernförden. Und Postkarten, die habe ich jetzt schon beschrieben. Und die muss ich nur noch wegschicken. Genau. Dann habe ich hier einen kleinen Nachttisch. Echt nichts Besonderes. Dann ist hier so ein Waschbecken. Und ein Spiegel. Und ja. Hier ist ein Schrank versteckt. Hier ist ein Schrank versteckt. Hier ist ein kleiner Schrank. Da habe ich jetzt alles so reingeworfen. Ja. Hier gibt es sogar eine Bibel. Hier ist das andere Bett und hier ist ein Tisch. Leider habe ich das Stativ vergessen. Ich hoffe, es wackelt nicht so sehr. Ansonsten haben wir heute schon Dienstag und wir haben es jetzt 17:41 Uhr. Das heißt, es gibt bald Abendbrot. In 20 Minuten gibt es Abendessen. Ich habe, wie gesagt, schon die Karten geschrieben. Leider kam ich noch nicht wirklich groß dazu, irgendwas zu filmen oder irgendwie Fotos zu machen. Kam ich halt nicht dazu. Ja, da kam ich leider nicht zu, weil ich ja auch nicht alleine unterwegs bin. Wir sind ja ständig mit einer Gruppe unterwegs. Und deswegen geht das natürlich nicht. Ich habe Angst, dass gleich die Tür aufgeht. Ja, aber ich wollte halt mich kurz mal melden. Wie gesagt, ich habe mein Stativ vergessen. Eigentlich wollte ich es mitnehmen. Also zumindest mein kleines Stativ habe ich vergessen. Ich hoffe, es wackelt nicht so sehr. Also wie gesagt, gleich geht's zum Abendbrot und dann wollte ich die Postkarten wegbringen und dann mal gucken, ob ich zum Strand gehe. Auf jeden Fall nehme ich da die Kamera mit. Ja, auf jeden Fall nehme ich da die Kamera mit. Und dann melde ich mich später. Hier haben wir so einen kleinen Aufenthaltsraum. So. Und den Kamin.
meine Lieben. Ja, ich mache jetzt endlich das Video, was ich schon ein paar Tage geplant hatte, aber es nicht geschafft habe. Und zwar wollte ich euch ein bisschen über die Freizeit erzählen. Ich bin ja seit Freitag 16 Uhr zu Hause, aber das Wochenende war sehr mit Schmerzen verbunden. Ich kam nämlich am Freitag, wie gesagt, nach Hause und hatte auf einmal Zahnschmerzen und Kopfschmerzen und mein Ohr tat weh und es war nicht schön. Also die Rückfahrt war auch sehr anstrengend, weil ich wollte unbedingt nach Hause und ins Bett und mich ausruhen. Und dann haben wir aber, ich glaube, 3 Pausen gemacht und ich dachte, boah, lass uns einfach weiterfahren. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir einfach durchfahren können, aber gut. Es geht ja nicht nach mir und ja, egal. Und deswegen, ich habe also von Freitag auf Samstag, muss ich sagen, auch leider bis 14.30 Uhr geschlafen. Und danach hatte ich halt keine Kraft mehr, irgendwie ein Video zu drehen. Und ich hatte, wie gesagt, auch Schmerzen. Und dann Samstag auf Sonntag hatte ich auch noch Schmerzen. Und da habe ich zwar nicht ganz so lange geschlafen, aber trotzdem war es sehr anstrengend. Ja, und Montag hatte ich halt Physio, da war ich auch irgendwie sehr platt und kaputt und habe mich dann auch hingelegt. Also auch wieder keine Zeit gehabt zum Videodrehen. Am Dienstag war ich beim Zahnarzt und da war ich erst gegen 15 Uhr zu Hause. Ja, danach hatte ich auch keine Kraft mehr, irgendwie noch ein Video zu drehen. Und gestern war ja Mittwoch und da hatte ich auch Physio und ich habe aber auch noch auf was anderes gewartet und ja, da hatte ich auch keine Kraft mehr, irgendwie ein Video zu drehen und ich dachte mir, okay, Donnerstag, weil da habe ich keine Termine, ich habe keine Termine, keine Verpflichtungen heute, drehe ich endlich das Video, weil ich ja dann auch Zeit habe und auch die Kraft dazu und ja, deswegen mache ich das heute. Und zwar, also wir sind ja Montag in die Freizeit gefahren und es war alles sehr kompliziert morgen schon, weil C hat gesagt, ja, du wirst so gegen 20 nach 8, 5 nach halb 9 abgeholt. So, und wir rufen dich vorher an, damit du nicht warten musst. Ja, da war es aber schon 20 nach 8 und 5 nach halb 9 und dann 9. Und ich dachte, ihr wollt mich abholen. So, und dann habe ich versucht, die ganze Zeit in der Tagesstätte anzurufen. Dann war ständig der AB dran und irgendwann habe ich es dann geschafft. Ja, wir machen gerade einen Schlachtplan und so. Ich hole dich gleich so in 15, 20 Minuten ab. Und ich dachte mir, ja, ganz toll. Weil ich wusste, okay, die schmieren Brötchen. Und ich dachte so, ich will auch Brötchen schmieren. Und außerdem muss ich noch meinen Stock holen und überhaupt. Und oh, ja, zum Glück haben die Brötchen geschmiert, auch für L und... Ja, L und mich. Ja, zum Glück. Aber trotzdem hätte ich lieber gerne mein Brötchen selber geschmiert, aber gut. Also war ich so gegen 9:30 in der Tagesstätte. Dann war ich kurz oben, dann habe ich gefragt, ja, habt ihr Brötchen geschmiert? Und habe mir irgendwie Brötchen eingepackt und ich glaube 3 Äpfel eingepackt und ja. Dann glaube ich, es ging so nach 9:45 ungefähr los. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir dann losgefahren, haben natürlich auch ein paar Pausen gemacht. Aber da verging die Zeit für mich gefühlt eigentlich recht schnell, weil ich habe immer die anderen Busse beobachtet, wer jetzt vor uns ist und ob wir jetzt alle zusammen sind. Und das war sehr spannend.
Also wir waren halt mit 3 Bussen unterwegs, weil wir halt 16 Leute waren und das natürlich nicht in einen Bus passt. Also so ein normaler VW-Bus. So. Da sind halt nicht so viele Plätze. Und das fand ich sehr, sehr spannend alles. Ja, und dann sind wir halt hingefahren. Dann waren wir auch dort irgendwie, ich weiß es nicht, 16 Uhr, also lass es 16 Uhr gewesen sein ungefähr, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, dann haben wir uns erstmal, also dann wurden die Häuser zugeteilt. Also wir hatten so Häuser und hatten dann 4 Zimmer und jeweils 2 Betten waren da drin. Und ja, ich weiß nicht mehr, wie die anderen Häuser hießen. Also da, wo wir waren, das heißt Bildungs- und Erholungszentrum am Wittensee. Und die sind so kirchlich angehaucht, also, ne? Und die Häuser heißen auch wie ja, Menschen aus der Bibel, also wie die anderen Häuser hießen, weiß ich nicht mehr. Unser Haus hieß Judas und ja, genau, und ich habe mir halt mit V ein Zimmer geteilt, haben dann schön die Sachen ausgepackt. Und dann ging es zum Abendessen. Es gab Brötchen, Apfelsaft, ja, Belag so halt. Und es wurde halt vorher kommuniziert, dass es auch Veganer gibt. Also 3 Veganer, beziehungsweise 2 eigentlich. Und nee, 3 Veganer, genau. Ja. Aber es gab keine Margarine. Es gab Trockenbrötchen, ich glaube, es gab einen veganen Aufschnitt und nicht mal ein Salatblatt, nicht mal irgendwie Gemüse, nichts. Also ich war sehr, sehr gefrustet, muss ich sagen. Also das hat meine Laune echt erheblich gesenkt, aber nicht nur bei mir, sondern auch bei Elle. Und auch unsere Leiterin, also C, fand das irgendwie sehr mau. Es war auch sehr lieblos. Also es war nicht jetzt so schön hergerichtet oder auf Teller angepackt, sondern teilweise, also eigentlich nur so in der Verpackung. Und du musstest das dann halt aus der Verpackung holen. Und ich denke mir, okay, weil ne, das normale Essen wurde ja auch schön auf Tellern verteilt und ja, egal. Auf jeden Fall fand ich das nicht so schön und das wurde dann zum Glück auch kommuniziert in die Küche. Und ja, ich bin dann auch ins Zimmer, ich glaube, ich habe mich dann auch gleich hingelegt. Also beziehungsweise um 7:30 war nochmal kurz Treffen, was machen wir denn überhaupt morgen und so. Und dann habe ich mich ins Zimmer verdrückt und habe mich hingelegt. Genau. Und jetzt kommen wir zu Dienstag und Dienstag früh, das Frühstück war schon etwas besser, leider immer noch nicht super und ja, also es war schon ein bisschen besser. Ich glaube die Wurst, es gab ja vegane Wurst, die war auch auf dem Teller schon, aber der Käse war immer noch in der Verpackung und irgendwie gab es da kaum was und ja. Obwohl ich glaube, es gab da schon einen Becher Margarine. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir halt gefrühstückt, Brötchen. Und dann ging es, dann haben wir uns um 8 nochmal zusammengesetzt und erzählt. Also es wurde halt nochmal erzählt, was wir machen. Und wer möchte was machen? Es ging dann nach Eckernförde und geplant war halt am Strand oder auch ins Bonbon-Museum. Ich
glaube, ich habe ein Foto gemacht. Ich weiß es nicht, aber falls ich ein Foto gemacht habe, blende ich es euch ein. Ich habe halt mir Bonbons gekauft. Also ich habe jetzt nicht von der Bonbonfabrik da irgendwie was fotografiert, außer die Bonbons, weil so viele Leute drin waren und ich das nicht einfach machen wollte. Und zwar, man konnte zugucken, wie die Bonbons herstellen. Also es waren Kokosbonbons, beziehungsweise Kokoslollis wurden gemacht. Erstmal halt diese Masse irgendwie verteilt und dann ein bisschen abkühlen lassen und dann, ne, wie man das so kennt, irgendwie, falls ich es schon mal gesehen habe, dann wird das halt so ja, gemischt und geknetet und dann kamen Kokosflocken rein und echt war sehr interessant und dann in diese Maschine, was schon diese Stiele irgendwie reingemacht hat und lief halt so das Förderband runter und dann war noch ein anderer, der das irgendwie auch so Metallschieber gemacht hat und dann weggeschoben und das war echt sehr interessant. Leider habe ich nicht alles verstanden, weil irgendwelche Leute meinten, sie müssten sich laut unterhalten und der Mensch hat halt erzählt, aber er hat kein Mikrofon gehabt. Sprich, man hat nicht alles verstanden und das fand ich schade, weil ich hätte gerne nachverfolgt, was er erzählt. Hat man aber nicht verstanden. Genau, und dann hatte er aber noch ein bisschen von dieser Bonbonmasse über und hat das aus so einer Art Sieb runterknallen lassen. Und dann ist das so in Einzelteilen zerbrochen, genau. Und hat uns davon halt ein Stückchen gegeben zum Probieren und das war auch mega lecker. Das war echt sehr interessant und ja, genau. Und die anderen, die anderen sind irgendwie zum Strand gegangen und da rumgegangen und dann die mit in der Bonbonfabrik waren, sind dann auch irgendwie zum Strand und Elle und ich sind in so einen Garnshop gegangen, weil wir halt da dran vorbeigegangen sind. Und das war mega, mega süß. Ich verlinke euch auch die Homepage unten in der Infobox. Also mega toll. Also das war so ein schnuckeliger Laden. Und ja, mega nett. Also die Verkäuferin war mega, mega nett. Und ich habe auch diese Wolle gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie teuer die war. Ich glaube 7,99 oder 6,99, weiß ich nicht. Aber die fühlt sich richtig mega weich an und so schön und ja. Und ich würde da gerne ein Dreieckstuch häkeln. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Aber ja, das wollte ich gerne machen. Und das Witzigste ist, also die Verkäuferin, ihre Tochter wohnt nämlich hier in Braunschweig, also in Braunschweig nicht direkt, aber in einem Dorf bei Braunschweig. Weil, echt cool, also, ne? Wir waren halt in Eckernförde und die Tochter wohnt hier. Richtig cool. Naja, und dann sind wir, also haben was gekauft und dann sind wir halt die anderen suchen gegangen, damit wir uns an einem Treffort treffen. Dann haben wir die auch gefunden, dann haben wir noch was gegessen und dann habe ich euch auch Fotos oder ein kleines Video gedreht, ich weiß es nicht mehr, und habe euch das da gezeigt. Das blende ich jetzt ein. Genau. Ja, und dann ging es für uns dann
mit dem Bus, also zumindest unsere Gruppe, mit dem Bus einkaufen. Da haben wir dann ein bisschen veganes Zeug gekauft, vegan Nutella und was war das noch? Vegane Fleischwurst, ein bisschen Gemüse, einfach um eine Alternative zu haben, falls das Essen so bleibt, wie es ist. Genau, und dann sind wir so nachmittags halt, ich will immer zu Hause. Nein, wir sind nicht zu Hause. Also dann sind wir halt wieder zum Erholungszentrum gefahren, haben dann die Sachen so ausgepackt und dann hatten wir halt noch ein bisschen Zeit. Und dann ging es wieder zum Abendessen. Aber diesmal hatten wir ja zum Glück ein bisschen mehr Auswahl, weil wir uns selber was gekauft haben. Aber es war an dem Abend schon ein bisschen mehr Auswahl da. Also es war jetzt nicht so schlimm wie am ersten Tag. Genau. Und am nächsten Tag beim Frühstück, achso, und ich bin jeden Morgen um 8 Uhr in die Andacht gegangen. Also das wurde halt angeboten, dieser Leiter des ganzen Zentrums macht das immer jeden Morgen um 8 Uhr und die aus der Küche waren eigentlich, ich glaube, komplett dort und dann noch zwei, die, ich glaube, Hausmeistertätigkeiten machen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das echt toll gewesen. Und dann gab es jeden Tag irgendwie so eine Tageslosung, also ein Thema, was er halt an dem Tag halt erzählen möchte. Und dann wurde gesungen und gebetet und richtig toll. Und das ging immer 15 Minuten und dann ging es zum Frühstück. Genau. Und Mittwoch, wie gesagt, also, ne, dann sind wir auch zum Frühstück und dann stand da auch einmal Kakao. Joghurt, das war richtig toll. Also es war zwar immer noch der Käse in der Verpackung, was ich ein bisschen schade fand, aber es war so toll. Es gab auf einmal Kakao und Joghurt und, ne? Und dann habe ich mich auch bedankt und habe gesagt, das ist so toll. Ich habe mich so gefreut und ich finde das cool. Ja, genau. Haben sich auch total gefreut und dann nach dem Frühstück hatten wir noch ein bisschen Zeit und haben uns dann diesmal um 7:30 getroffen, weil wir gemerkt haben, okay, beim ersten Mal bis 8 ist so viel Zeit und ist blöd. Naja, nee, Quatsch, nicht 7:30, das ist doch total beknackt. Nein, wir haben uns 9:30 getroffen. Vorher haben wir uns um 10 getroffen und haben gemerkt, wir haben das so viel Zeit. 9:30 war das. Oh, wie komme ich auf 7:30? Okay, also um 9:30 haben wir uns dann getroffen und haben dann über den Tag geredet. Was haben wir vor? Zur Auswahl stand dort bleiben oder nach Rennsdorf fahren oder nach irgendeinem Ort. Weiß ich nicht. Und da, also in Rennsdorf irgendwas besichtigen. Ich weiß nicht mal, was die besichtigt haben. Weil ich mich, also ich habe dann gesagt, ich würde mich gerne an dem Tag, also ich würde gerne mitfahren nach Rennsdorf, aber ich würde mich gerne abseilen. Ich möchte gerne was für mich machen. Und ja, einfach meine Ruhe haben, weil halt es sehr anstrengend ist. Ganze Zeit mit so vielen Leuten unterwegs zu sein. Genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin so unstrukturiert gerade. Genau. Achso, und ich hatte meinen Rollstuhl mit, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie die also wie viel ich gehen muss und ne, ich möchte gerne Frau Ella, so heißt mein Rollstuhl, benutzen, habe ich dann auch gekriegt. Ja genau, habe ich auch gekriegt und dann habe ich immer mit Google Maps
habe ich geguckt, wo ist überhaupt ein Geldautomat, weil ich wollte zum Geldautomaten. Und dann, ich glaube, ich muss da, aber, Google Maps sagt, ich glaube, ich muss links. Also mein Gefühl sagte, ich muss geradeaus. Aber, also ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich den Geldautomaten im Edeka gefunden habe. Ja, egal. Kommt nur, also beziehungsweise ist halt nur meine Zeit, die ich halt weniger Zeit hatte. Das war voll blöd. Und dann habe ich den Geldautomaten halt gefunden und der Rückweg ging natürlich auch schneller. Und dann bin ich in einen Euroladen gegangen und habe mir Socken gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das fotografiert habe, weiß ich gerade nicht. Also ich habe halt Söckchen gekauft und dann bin ich Eis essen gegangen und danach war ich noch bei Rossmann, nicht DM, Rossmann und habe mir halt Sonnencreme gekauft, weil dieses Spray, was ich mir gekauft habe, hat so gestunken irgendwie. Also ich habe davon mehr erwartet. Also habe ich mir Sonnencreme gekauft, eine Sonnenbrille. Da weiß ich, dass ich ein Foto gemacht habe. Das blende ich euch auch ein. Ist halt nur eigentlich eine Kinderbrille. Aber ich habe halt so einen kleinen Kopf und deswegen passt das halt für mich optimal. Und ich fand die so süß. Mit Einhörnern. Ja. Genau. Also die habe ich dann gekauft. Dann habe ich ein Brillenetui gekauft. Ja, dann bin ich dann zum Treffpunkt gegangen und habe dann auf die anderen gewartet. Und dann ging's nach Hause. Genau. Ja, es ging nach Hause. Genau, und dann habe ich mich aber hingelegt und... Also beziehungsweise ich habe dann was gegessen, weil Elle gekocht hat und ich habe dann was gekriegt, also davon auch was gekriegt. Es gab Pilzsoße, vegane Schnitzel und Kartoffeln. Und das war auch mega, mega, mega lecker. Und dann habe ich halt das gegessen und mich hingelegt. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich möchte gar nicht aufstehen. Und an dem Tag sollte es eigentlich, also es wurde gegrillt, aber ich wollte nicht. Und nee, bin liegen geblieben, hab gesagt, grillt mal. Und genau. Achso, und Dienstag war ich übrigens noch, am Abend war ich noch zum Strand und hab da meine Füße ins Wasser gehalten und so. Da habe ich auf jeden Fall auch was gedreht. Das war jetzt jetzt bin ich am Wittensee. Ja, nichts Spektakuläres, aber ein schöner Ausblick, finde ich. Ja. 30. Da habe ich ein kleines Video gedreht, das blende ich euch auch ein jetzt. Genau. Und ja, aber wir sind noch bei Mittwoch. Und zwar, ja, dann, wie gesagt, ich bin dann nicht aufgestanden und habe mich dann hingelegt. Und ja. Also innerlich habe ich gedacht, vielleicht verpasse ich ja irgendwas. Aber ich wusste, nein, es ist richtig so. Ich muss auf mich achten, ich brauche nicht alles mitmachen und ich will jetzt liegen bleiben. Also ich habe ja nicht geschlafen, sondern ich lag einfach nur. Also allerdings dachte ich, schlaf, und als ich rausguckte, meinte sie, guten Morgen. Ich so, nee, ich habe nicht geschlafen, ich habe mich einfach nur hingelegt. Es gibt auch Momente, wo man sich einfach nur hinlegt und nicht schläft, aber gut. Genau. Ja, dann habe ich auch irgendwann geschlafen und Donnerstag ging es dann ins Wikingerdorf und
dann nachmittags oder beziehungsweise mittags sollte eine Schifffahrt stattfinden. Ich bin dann aber, ich habe gesagt, ich mache das mit Rollstuhl, weil es hieß, ja, man geht lange und viel. Und ich habe gesagt, okay, das schaffe ich nicht. Ja, dann sind wir halt in dieses Wikingerdorf gegangen und Überlegung war, nur Museum oder auch die Häuser angucken. Ja, also eine Person ist halt ins Kaffee gegangen, weil im Museum gibt es auch einen Kaffee und dann hat sie sich da hingesetzt und was gegessen. Und wir sind halt zu den Häusern gegangen und ja, also dieser Weg war auch sehr steinig. Also das hätte ich mit dem Rollator überhaupt nicht geschafft. Natürlich fühle ich mich dann schlecht, weil ich mich schieben lassen muss, weil das hätte ich auch von der Kraft nicht geschafft. Ja, egal. Also waren wir dann halt diese Häuser angucken, die waren auch ganz toll, aber der Weg war grottig schlecht. Also der war noch schlechter als der Weg dahin. Aber die Häuser waren echt schnuckelig. Also was sie alles damals geschafft haben und hergestellt haben. Und das war richtig cool. Also da konnte man halt auch sehen, okay, die haben halt, ich glaube, Pelz war das, Pelz hergestellt. Und sie haben sogar so kleine Steinchen hergestellt, die man halt an Ketten machen kann. Und das war richtig cool. Aber der Weg war halt richtig schlecht. Da habe ich jetzt nichts gefilmt. Das weiß ich. Ich habe auch nichts fotografiert. Genau. Als wir dann da fertig waren, dann sind wir dann aber auch nochmal ins Museum kurz reingegangen und haben uns das angeguckt. Nur leider hatten wir nicht mehr so viel Zeit, weil wir mussten um 2:30 dort sein, wo, also am Hafen. Und da hatten wir nicht mehr ganz so viel Zeit. Und ich habe trotzdem im Shop habe ich was gekauft. Und zwar habe ich diese Kette gekauft. Und diesen Raben habe ich mir gekauft, genau. Und dann, genau, nach dem Wikinger-Museum ging es dann halt Richtung Hafen und die Schiffsfahrt, also wir waren angemeldet, dauerte 3 Stunden. Und ich dachte, okay, ja, 3 Stunden, das kriegen wir hin, alles gut. Ja, nichts da. Also am Anfang war noch alles toll und wir durften uns auch Kuchen und so aussuchen. Wir hatten halt eine gewisse Summe, die wir halt bestellen durften. 10 Euro waren das. Und viele haben dann halt so ein Gedeck gekauft. Sprich Kaffee, Apfel, Streuselkuchen und dann halt eine Torte. Aber ich habe nur, Moment, ich habe veganen Schokokuchen bestellt und eine Cola. Ja, eine Cola, genau. Ja, ich glaube, ich habe da auch Videos gemacht, glaube ich. Ansonsten habe ich Fotos gemacht, das weiß ich. Das blende ich euch auf jeden Fall auch ein. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft, ich will nicht mehr. Und ja, lag dann eigentlich nur noch so da. Hier war die Wand halt und ja, ich konnte nicht mehr. Ich war echt froh, als die Schifffahrt vorbei war. Und dann, ja, sind wir eigentlich auch nur noch nach Hause gefahren. Und dann habe ich, also als wir dann zu Hause waren, habe ich dann noch gekocht, weil wir hatten noch was über. Und dann habe ich einen Salat gemacht
eine Art Wurstsalat, weil ich habe dann diese vegane Fleischwurst verwendet, weil die war halt noch zur Hälfte da. Also die hat noch eine Hälfte da. Und noch Eisbergsalat und Tomaten und Gurke und ja, das habe ich dann verwendet. Und dann hatten wir ja so Gemüsetüten gekauft. Die habe ich dann in den Topf getan und dann hatten wir so Ratatouille, Gewürzmischung. Sorry. Genau. Und diese Gewürzmischung habe ich halt quasi als Soße verwendet und dann habe ich Verfalle noch Verfalle hergestellt. Also das war so eine Mischung, die musste man mit Wasser anrühren und dann konnte man die so rollen. Und dann habe ich das dann mit Wasser angebraten, weil wir halt kein Öl hatten. Ja, das war auch ganz lecker und dann habe ich das halt gegessen. Anstatt Abendbrot, obwohl ich war schon sehr gespannt, was es zum Abendbrot gibt, aber wir mussten ja das irgendwie loswerden. Naja, es gab wohl veganen Schnitzel. Also es gab nämlich abends immer eine vegane, warme Komponente, so hieß es. Genau. Und dann gab es wohl Schnitzel und dann kam C und meinte, ja, ich habe nur einen Schnitzel, vielleicht kannst du das verwursten. Ich so, oh, ich freue mich über die Schnitzel. Und dann habe ich das gefuttert, muss ich zugeben, weil ich gemerkt habe, ich mag gar keine Verfalle. Komme ich auf Verfalle? Falafel. Ich mag gar keine Falafel. Okay, also habe ich das Schnitzel gegessen. Genau. Ja, dann haben wir halt Abendbrot gegessen und dann habe ich mich, glaube ich, auch nur noch ins Bett gelegt. Also ich bin ehrlich gesagt sehr stolz, dass ich nicht gesagt habe, ich muss jetzt alles mitmachen und ich muss auch abends alles mitmachen, sondern gesagt habe, okay, ich bin jetzt erschöpft, ich bin kaputt, ich kann nicht mehr, ich lege mich hin. Ich habe ja nicht geschlafen, ich wollte mich einfach nur hinlegen und habe dann auch die Nachtmedikamente irgendwann genommen. Und dann erst meine Fruchtgummis und dann habe ich Hörspiel angemacht und dann so langsam geschlafen. Genau. Das war halt dann die letzte Nacht und die war eigentlich an sich ganz gut, aber ich habe vorher noch ein Bild gesehen von Magniviertel in Braunschweig. Und da war halt dieses Schild von Ohlendorf und dann war das Wasser fast bis zum Schild. Und ich hatte so eine Angst. Ich dachte, Mist, was ist mit meinem Meerschweinchen? Was ist mit meiner Schwester? Was ist mit meiner Mutter? Komme ich überhaupt nach Hause? Was ist, wenn hier also Hochwasser ist und ich kann nicht mit dem Fahrstuhl fahren und überhaupt. Und ach, ich hatte so eine Angst. Also ich hatte so ein beklemmendes Gefühl. Es war so schlimm, dieses Foto zu sehen. Und es war ja auch sehr schlimm wohl. Also es war, die Innenstadt wurde richtig überflutet. Egal, aber die Nacht war an sich trotzdem gut. Ich habe gut geschlafen und dann Freitag habe ich die ganze Zeit gesagt, hoffentlich komme ich nach Hause, hoffentlich können wir überhaupt nach Braunschweig rein und überhaupt. Und alle haben mich dann versucht zu beruhigen und meinten, das ist schon lange wieder weg und mach dir keine Gedanken. Und ach, ja. Aber zum Glück war alles gut. Ich konnte nach Hause, ich konnte auf Fahrstuhl fahren. Also unser Keller war wohl betroffen, weil ich geguckt habe, oh, ein bisschen nass. Aber jetzt glaube ich nichts Dramatisches, ich weiß es nicht. Naja, und dann bin ich halt hoch und dann nur noch das Wichtigste aus dem Koffer ausgepackt und dann mich hingelegt und ausgeruht, weil ich halt Kopfschmerzen hatte. Ja. Genau, aber das war so die Woche und ich muss sagen,
Ich hab's besser hingekriegt als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal dachte ich, okay, ich muss alles mitmachen, weil sonst verpasse ich irgendwas und war dann halt sehr oft überfordert und habe ziemlich viel geweint. Und diesmal habe ich auf mich geachtet und wusste, okay, nee, ich leg mich abends hin, ich ruhe mich aus, ich kann das nicht und ich verpasse nichts. Und da bin ich echt sehr, sehr stolz auf mich und auch sehr dankbar, dass ich überhaupt mitgefahren bin, weil ich da nochmal gemerkt habe, dass mich die anderen wirklich auch akzeptieren, so wie ich bin. Das merkt man in der Tagesstätte im Alltag nicht unbedingt immer so. Aber auf dieser Freizeit habe ich gemerkt, okay, die akzeptieren mich, wie ich bin, die akzeptieren und nehmen auch Rücksicht auf mich. Und das war so toll, nochmal zu merken, außerhalb der Tagesstätte, dass ich hoffe, in der Tagesstätte entspannt es sich auch langsam. Also an sich ist es ja auch wieder gut, durch diesen Brief, den ich vorlesen lassen habe. Aber für mich fühlt es sich trotzdem immer noch komisch an. Und ich werde auch, wenn ich in 2 Wochen wieder da bin, glaube ich, auch morgens nochmal sagen, also mich bedanken und sagen, okay, ich habe echt gemerkt, ihr seid, also ihr akzeptiert mich so und ihr unterstützt mich und das fand ich so toll und genau. Das war echt toll. Also die Freizeit hat sich echt gelohnt, also muss ich mal sagen. Jetzt habe ich halt 2 Wochen Urlaub danach genommen, aber Urlaub in Anführungsstrichen, weil, ja, wie gesagt, Montagtermin, Dienstagtermin, Mittwochtermin, heute nicht, Freitag auch nicht, Samstag muss ich beim Flohmarkt arbeiten, Sonntag wieder für mich. Montag ist Dienstbesprechung, Dienstag ist dann wieder für mich. Mittwoch ist Physio, also da habe ich halt einen Termin. Donnerstag ist hoffentlich meine Zahn-OP, also ich habe dann eine Zahn-OP. Ich erzähle euch das in einem anderen Video nochmal besser. Freitag hätte ich eigentlich Physio, aber habe ich lieber abgesagt. Ja, und dann ist Samstag, Sonntag und dann muss ich wieder hin. Hab dann aber am 10., was war denn da? Achso, am 10. habe ich jetzt den Physiotermin, aber mittags, also alles gut. Genau. Sorry, dass ich so viel gesappelt habe, aber ich wollte euch über die Freizeit halt erzählen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich blende so viel ein, wie ich fotografiert oder gefilmt habe. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und lasst mir gerne einen Daumen oben da und einen Kommentar, ob ich zu viel gesappelt habe. Und ja, falls es noch nicht getan habt, ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Das kostet nichts, ist nur ein Klick. Und aktiviert auch gerne die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder was auch immer, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und bis dann. Tschüss.